Wir brauchen endlich wieder ordentliche Renten. Und wenn man das so in den Raum stellt, dann sollte man eigentlich meinen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass Menschen, die ihr Leben hart gearbeitet haben, am Ende ihres Lebens dann auch eine auskömmliche Rente bekommen. Aber aufgrund der Misswirtschaft der Regierungen über Jahrzehnte ist das nicht mehr der Fall. Jeder Fünfte, der tatsächlich 45 Jahre gearbeitet hat, hat eine Rente unter 1200 Euro. Die Durchschnittsrente ist irgendwo ungefähr bei 900 bis 1000. Viele haben eine Rente, die gerade mal 600, 700 Euro beträgt. Und auch wer tatsächlich sehr lange Vollzeit gearbeitet hat, der kann nicht damit rechnen, dass er im Alter überhaupt noch seine Wohnung in der Großstadt bezahlen kann. Denn die Rente und die Inflation sind auch weit auseinandergefallen. Die Preise sind gestiegen ohne Ende. Die Renten eher nicht. Und die Finanzierungsperspektiven sehen nicht gerade positiv aus. Gerade erst hat die Bundesregierung wieder in ihrem Haushaltsentwurf auch an den Renten gespart und will die Zuschüsse um 2 Milliarden Euro senken jedes Jahr. Das ist erheblich. Natürlich sind die Zuschüsse an sich schon sehr, sehr hoch mit ca. 100 Milliarden, die jedes Jahr in die Rente gehen, aber 2% merkt man dann und das wird auf die Arbeitnehmerbeiträge gehen, die entsprechend steigen müssen oder auf die Rentenauszahlungen, die sinken. Wir brauchen eine grundsätzliche Reform des Rentensystems und wir müssen diese ehrlich und ordentlich durchziehen. Die Regierung verschweigt die Rentenproblematik, tut so, als sei alles in Ordnung. Die Union stellt sich auch nicht wirklich hin, um irgendwelche Lösungsvorschläge zu bringen, sondern bringt auch nur Allgemeinplätze. Die Wahrheit ist, wir müssen jetzt sofort eine Sicherung unseres Rentensystems beginnen. Wir müssen endlich aufhören, versicherungsfremde Leistungen aus der Rentenversicherung herauszufinanzieren. Die müssen in einen Extratopf, weil sie die Rentenversicherung schlichtweg belasten, und zwar um 40 Milliarden jedes Jahr. Wir müssen dazu übergehen, dass auch Selbstständige, dass Beamte vor allem auch in das Rentensystem einzahlen. Nicht, weil das langfristig die Probleme löst, sondern weil es kurzfristig die Rentensysteme überhaupt stabilisiert. Und dann müssen wir endlich dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland wieder Kinder haben und Kinder bekommen wollen und Kinder bekommen werden. Mit den aktuell sinkenden Geburtenraten wird das Problem immer noch weiter verschärft des Generationenvertragsrente. Und da ist es schlichtweg nicht in Ordnung, wenn wir zwar 600.000 Babys gebären jedes Jahr, aber über 100.000 jedes Jahr abtreiben. Die Abtreibung ist nicht nur der Tod des Kindes, sie ist auch der Tod der Gesellschaft. Und nein, man kann die ausfallenden Generationen nicht mit Migration ausgleichen. Denn die Migranten sind anders qualifiziert, sie sprechen anders, sie denken anders, oftmals arbeiten sie anders und meistens auch weniger produktiv als die Einheimischen. Das ist auch eine Wahrheit. Die Rente können wir also nur kurzfristig sichern, indem wir tatsächlich alle einbezahlen lassen und indem wir die versicherungsfremden Leistungen endlich aus der Rentenversicherung ausgliedern. Langfristig brauchen wir unbedingt mehr Kinder und zwar lieber heute als morgen. Und genau deswegen spielt die Familienpolitik gerade der AfD eine so wesentliche Rolle bei der Rettung der Rentenversicherung. Die Alten werden nämlich immer nur dann gute Renten bekommen können, wenn es genügend junge Leute gibt, die diese Rente bezahlen. Aktuell sorgen zwei Erwerbstätige faktisch für einen Rentner. Früher waren es mal fünf oder sechs, die sich diese Aufgabe aufgeteilt haben. In Zukunft sollen es dann schon ein 1:1-Verhältnis sein. Und das ist natürlich völlig verrückt, weil es bedeutet, dass der Arbeitnehmer nichts mehr von seinem Gehalt behalten darf, wenn er sein Gehalt als Rente an einen Rentner abdrücken muss. Aus dieser Systematik müssen wir raus, aus dieser Problematik müssen wir entfliehen. Und die einzige Lösung, der einzige Schlüssel zu diesem Problem ist in der Tat die Kinderfrage. Stellen wir die K-Frage ganz offensiv. Wir brauchen jetzt eine kinderfreundliche Gesellschaft, um die demografische Zukunft unseres Landes, aber auch unserer Rente zu sichern.